Ein Schloss. Öffne ihn. Okay. Ja, das musst du jetzt auch noch öffnen. Das Grab deiner Mutter. Man hat sie in einer luftdichten Kammer konserviert. Ihre Fingerabdrücke bringen uns in Comstock-Haus rein. Sie ist deine Mutter? Für eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt, habe ich nicht besonders viel übrig. Denk nochmal darüber nach, was du da tust. Da. Machst du die Tür auf oder muss ich ohne dich rein? Na dann. Tor öffnen. Hallo, Elizabeth. Stehen wir nicht im Weg rum. Hallo. So. Sie ist es. Wie geht es dir, Mutter? Eingesperrt da drin, was? Da haben wir beide was gemeinsam. Komm, ich mach das. Nein. Ich mach das. Was genau soll ich jetzt tun? Sarg öffnen. Suche auf der anderen Seite. Ja. Will ich das wirklich? Also ich möchte es nicht, aber wir haben ja leider keine Wahl, also... Los geht's. Oh. Elizabeth, nicht. Alles in Ordnung. Nein, wo ist sie hin? Warte, du musst dich erstmal ausruhen. Nein, ich hol uns diese Hand. Elizabeth, warum ist deine Mutter ein Geist? Sie ist keiner. Er hat mich benutzt, um dieses Gerät anzutreiben. Er hat irgendeinen Riss geöffnet. Also ist sie doch ein Geist. Das war doch ein Geist. Und ihr Körper ist weg. Sag mir jetzt nicht, ich muss gegen einen Geist fighten. Ich muss gegen einen Geist fighten. Nein! Was ist das denn gerade? Ja, ich kann Zombies übernehmen. Es scheint deine Mutter. Das ist sehr interessant. Es wäre viel besser, wenn ich Lust auf irgendwelche Schwachstellen hätte. Also zum Beispiel Kopfschießen oder so, aber. Wie soll man denn eine Schwachstelle von einem Geist finden? Ich schieß einfach auf. Das habe ich schon für eine andere Wahl gerade. Meine Hälfte haben wir ja schon abgezogen. Ich schwöre immer wieder Zombies, die ich hier auch töte. Auf. Mehr als einfach aufschieben kann ich sowieso nicht tun. Ha, schreitert mich mal weg. Huch! Geht weg! Wo ist sie hin? Oh, da ist noch was. Das ist jetzt ein Geist oder ein Zombie? Ich würde sagen, ein Zombie. Was kriege ich denn jetzt? Fliegt hier eine Fliege rum. Oh, nein, das kann nicht sein. Elizabeth, du hast nicht zufällig ein bisschen Leben für mich. Raketen, Achtung! Ach, das ist doch jetzt ein Scherz. Alter! Entschuldigung, hier ist gerade eine Fliege und die fliegt mir die ganze Zeit ins Gesicht. Ich glaube, sie ist tot. Was ist sie? Ich weiß nicht. Was bin ich? Huch! Mein Gott. Ist sie die Quelle meiner Kraft? Aber was ist sie? Tot oder lebendig? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Der Unterschied zwischen den Zeiten... ist rein sprachlich. Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Könnten wir erfassen, was Zeit wirklich ist? Wozu sollten Grammatiklehrer dann noch morgens aufstehen?
Wie wir alle existiert Lady Comstock überzeitlich. Sie ist tot und zugleich lebendig. Sie merkt, sie ist beides. Sie findet diesen Zustand unangenehm. Wahrnehmung ohne Verständnis ist eine gefährliche Sache. Da! Fußspuren! Sie geht Unerledigtes erledigen. Wir müssen hinterher und sie dazu bringen, die Tore zu Comstock House zu öffnen. Ja, also sehr interessant. Das heißt, sie ist noch nicht tot. Das tun wir jetzt ganz gut. Ja. Sind die alle so komische Köpfe? Von den anderen kann ich die Köpfe leider nicht sehen. Doch, hier. Also, es sind alles Zombies, gegen die wir hier gekämpft haben. Leben knapp. Waren hier nicht irgendwo diese Medikisten? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, außerdem. Da hinten war doch eine, oder nicht? Ja, einmal öffnen, bitte. In Ordnung. Mitnehmen. Gut, und dann gehen wir auf Geisterjagd. Muss nur noch kurz wissen, wo ich lang muss. Ich habe keinen Pfeil. Okay, einfach suchen. Bisschen mehr Munition wäre jetzt schön. Wow. Schade, dass Sie sie brauchen, um Comstock House zu betreten. Sie scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Man kann sie aber zur Vernunft bringen. Drei Wahrheiten müsst ihr erst entdecken. Wahrheiten, die Comstock in dieser Welt zerstört hat. Wenn nur einer von euch Raum und Zeit verändern könnte. Das wäre ein Segen, was? Finde die drei Risse. Sarkastisch. Es sind, ist jetzt noch einer davon auf dem Friedhof, oder? Nicht mit Lady Comstock. Ja, habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Ich glaube, auf dem Friedhof ist nichts mehr. Wir suchen mal die Stadt ab. Wo sollen denn drei Risse sein? Sieht interessant aus. Ach, da hätten wir auch später hier lang gehen können. Also jetzt meine ich. Finde die drei Risse. Einer davon soll hier irgendwo sein. Also sieht man die oder sieht man die nicht? Munition. Hier, Munition. Au. Würdet ihr das bitte lassen? Ich bin schon wieder fast tot. Das gibt's doch nicht. Wie ziehen die denn? Also wenn ich auf den Weg gleich zurückgehe, gehe ich glaube ich nochmal am Friedhof vorbei. Das öffnen? Sieht einfach aus. Bitte sehr. Ich nehme mal kurz die Schrotflinte. Ich weiß nicht, was da drin ist. Aha, ein Lockpick. Ich bräuchte dringend Leben gerade. Entschuldigung. Fest schon wieder mal. Wir sollen dahin. Ich gehe erstmal die Treppen hoch. Das sieht alles sehr schräg hier aus. Eine Infusion. Und damit haben wir Salze auch voll. Gott. Und jetzt können wir auch nur noch aufs Schild gehen. Hier.
Comstock hat unsere Vorrichtung sabotiert. Doch wir sind nicht tot. Theorie. Wir sind über den Möglichkeitsraum verteilt. Aber mein Bruder und ich sind zusammen. Und so bin ich zufrieden. Er aber nicht. Die Sache mit dem Mädchen bleibt ungelöst. Aber vielleicht gibt es jemanden, der sie an unserer Stelle zu Ende bringen kann. Ich sehe den Riss. Ich will da aber ehrlich gesagt noch gar nicht hin. Kommt da jetzt auch wieder ein Geist, oder? Ein Riss. Da ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Nein, erstmal will ich mich hier umsehen. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. So. Gut, wollen wir mal. Das ist meine Mutter. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Und Madame Lutèce? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deine Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Und jetzt? Steril. Die sind nicht meine Eltern. Oh, das war's. Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat. Lady Comstock scheint das... Wie Kind hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... ich weiß nicht. Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Lady Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Okay, wo ist der nächste Riss? Entschuldigung. Würden die Fußspuren mal ein bisschen länger hier auftauchen? Momentan folge ich eigentlich gerade nur Elizabeth, die weiß schon, wo es lang geht. Hoffentlich. Huch, ja. Ich dachte schon, das Spiel stürzt jetzt ab. Ja, hier waren wir doch schon. Keine Gnade! Oh, zwei von denen. Können wir einen davon kontrollieren? Tatsache. Jetzt sein, oder? Es gibt keinen Mann. Hab ihn nicht gefunden. Aua. Wie kann man den anderen Typen nicht um mich? Oh, keine Munition mehr. Zeit für eine neue Waffe. Warum sind hier jetzt so viele angezündet? Ich will jetzt Feuer rennen.
Mach! Das hätte ich mal vorher aktivieren sollen. Halt, was ist mit den Rabentypen? So. Einmal hier rein. Waren die Leichen vorher auch schon da? Ich glaube nicht. Was kann dieser Ort mit meiner Mutter? Also ich bin mir sicher, dass hier keine Leichen waren. Was ist das denn? Oh Gott. Da will ich ungern rein. Können wir nicht auf den Knopf drücken? Doch, jetzt. Ja, Bereich verlassen. Wir müssen ja nachher sowieso wieder zurück. Oh, Ladebildschirm. Kam diesmal ein bisschen spät. Ist das der nächste Riss? Nein. Da. Aber klar. Oh Gott, hier sind so viele Wege. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich lang gehen soll. Du gehörst zu mir. Ach, diese Waffe zieht nicht so viel wie die andere. Das ist sehr schade. Bettel um deinen Tod. Okay, ab und zu benutze ich doch noch Nahkampf. Ja, Munition brauche ich auch. Und diese Waffe ist irgendwie nicht so toll. Nicht mehr. Ganz am Anfang fand ich sie sehr toll, jetzt irgendwie nicht mehr. War's das? Ich hab Geld gefunden. Okay, wenn sie Geld gefunden hat, heißt es wohl, das war's. Hier sind keine Gegner mehr. Fußspuren scheinen zum Tresor zu führen. Okay, wir gucken uns wie immer um. Das heißt, erstmal hier unten überall. Das ganze Geld nehmen wir mit, wenn wir es denn kriegen. Lockpick, Schreibtisch. Also so langsam werden die Gegner ziemlich, naja, was heißt, ich will nicht sagen schwer, aber die stecken schon etwas mehr ein und sie ziehen mir viel mehr ab als vorher. Okay, ich guck mal ganz kurz hier oben. Da ist nichts. Kurz um auf die andere Seite. So. Hier ist auch nichts. Okay. Da sind noch Leichen. So, einmal hier rein. Halt. Ich sollte mich nicht so schnell bewegen, dann kriege ich vielleicht auch mehr mit. Und da geht's auch noch hoch. 30.000 Wege. Oh. Schlimm. Wirklich schlimm. Gut, jede Menge Lockpicks wieder. Wo bin ich? Und, Alter, ich dachte, es wäre nur eine kleine Sackgasse hier, aber hier scheint es dann doch ziemlich weit zu gehen. Das ist einer, der Angst hat.
Nee. Oh, der ist tot. Entschuldigung. Der sah von hinten aus, als würde er zittern. Das tut mir leid. Ein, auf was? Dem Briefpapier ist eine Chiffre. Hier. Herzensschneiderei. Vielleicht ist dort das Codebuch. Wo? Das hier ist doch nicht Chiffre. Ich glaube, da drüben ist ein Lockpick. Warum leuchtet das so? Kann ich das nehmen? Ich kann es nicht nehmen. Na toll, jetzt muss ich einen Code finden. Kann ich nicht einfach hier alles durchsuchen, bis sich irgendeine Geheimtür oder so öffnet? Das sieht doch sehr verdächtig aus dahinter. Dieses Codebuch werde ich hier niemals finden. Hier sind sehr viele Leichen. Geld. Jetzt haben wir schon wieder über 4000. Hm. 50%. Wie? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Ich glaube nicht, dass ich das Codebuch hier finden werde. Wenigstens eine neue Ausrüstung. Beim Landen von einer Skyline wird die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. 5 Sekunden lang 50% schneller. Ja. Ich nehme es mit, aber ich rüste es nicht aus. Hm. Kein Codebuch. Ich muss mir jetzt auch merken, wo ich dann hin muss, wenn ich das ganz zufällig irgendwann finden sollte. Was wahrscheinlich nicht passieren wird. Da geht's nicht lang, okay. Dann ab zum Riss, würde ich sagen. Achso, da drüben, genau. Na, kommen hier wieder Gegner. Halt! Waren da hinten nicht noch Treppen, die ich irgendwo hochgehen konnte? Habe ich das nicht so gesehen? Ich weiß es gerade nicht. Waren das nur die hier? Ich dachte, ich habe irgendwo Treppen gesehen hier. Aber anscheinend nicht. Hm, sehr mysteriös, aber egal. Doch, hier, sag ich doch, hier sind Treppen. Ja. Hat sich voll gelohnt. Hier ist nichts. Hat sich richtig gelohnt. Na schön. Dann jetzt den richtigen Weg.